Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind hier beim letzten Mal in unser Camp zurückgekehrt, nachdem wir für Commander Daguerre einen weiteren USS Zabot, um genau zu sein, ein Protektron erledigt haben, drüben am neuen zentralen Betriebsbahnhof von Appalachia. Und hoffen wir mal, dass er in der Zwischenzeit ein bisschen was aus diesem Regierungsvertrag noch herausbekommen hat, den wir ja im Capitol Building von Charleston besorgt haben. Also werden wir jetzt als erstes mal wieder zu Commander Daguerre gehen und mit ihr reden. So, also gehen wir mal rüber zu ihr. Müsste oben sein. Die Quest ist ja aktiv. Da war es auch schon zu sehen, dass sie in ihrem Zimmer ist. Reden wir mal schön, mit ihr. Schön, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen können. Wie bei den anderen USSA-Robotern. Bevor du kamst, wurden zwei Signale gesendet. Eins an ein Robohirn und ein anderes woanders hin. Hilfst du mir dabei? Kann ich mich auf dich verlassen? Aber natürlich, Commander. Ich bin für dich da. Versprochen, genau. So, dann haben wir noch die Gesprächsoption. Du meinst, du bezahlst mich nicht? Oh, okay. Ich habe sonst nichts zu tun. Also warum nicht? Ich mag Abenteuer. Wenn ich nicht dahinter stehen würde, hätte ich dich schon aus dem Camp geworfen. Okay, das ist eine etwas sehr harte Antwort. Also würde ich sagen, nehmen wir die erste Option hier. Natürlich, ich bin für dich da, Commander. Versprochen. Bitte, nenn mich Sophia. Und danke. Das bedeutet mir viel, nachdem sich alles andere verändert hat. Du bist immer für mich da. Ohne dich hätte ich das alles nicht schaffen können. Und das bedeutet mir viel. Ein Versteck mit dem Serum zu finden war gar nicht so schwierig wie gedacht. Hoffentlich wird auch die Abholung ein Kinderspiel. Mir ist klar geworden, dass Kinderspiel in dieser postapokalyptischen Welt vielleicht keine Bedeutung mehr hat, da mittlerweile alles gefährlich ist. Ha! Okay, ich finde, dieses Serum dauert nicht lange. Ich sehe mir das mal genauer an. Was wirst du mit diesem Serum machen? Ja, fragen wir erst einmal danach. Ehrlich? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir will einfach nur sehen, was sie benutzt haben. Ich will wissen, dass es real war. Okay, gut. Ich finde, dieses Serum dauert nicht lange. Wahrscheinlich ist es Jahrzehnte alt und unbenutzbar, aber es könnte uns was sagen. Ich bin keine Chemikerin, aber vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt können wir wieder mal mit ihr flirten. Heben wir uns das auf jeden Fall mal auf. Was ist mit den USSA-Robotern los? Müssten sie dich nicht eigentlich angreifen? Ja, fragen wir danach mal als nächstes. Verstanden. Ich dachte, sie sind hinter mir her. Da bin ich mir aber nicht sicher. Vielleicht haben sie andere Motive. Besser, sie einfach zu erledigen. Na, vielleicht wollen sie einfach nur überwachen und Daten sammeln. Vielleicht ist das ihre Aufgabe. So, dann haben wir ja als nächste Gesprächsoption. Findest du überhaupt irgendwann mal Ruhe? Nicht viel. Die Kopfschmerzen sind noch da und ich finde kaum Schlaf. Ich würde alles dafür geben, dass das aufhört. Okay, dann machen wir hier mal mit der Flirten-Option weiter. Es ist schön, dass du hier bei mir zu Hause bist. Wirklich? Ich war schon besorgt, dass du nicht begeistert wärst, dich um eine Irrläuferin kümmern zu müssen. Obwohl meine Möglichkeiten durch die Situation auf der Welt klar begrenzt sind, war das einzig Gute bisher, dich getroffen zu haben. Das ist ja nett von ihr. Okay, dann können wir ihr jetzt sagen, ich komme später wieder. Sophia. Bestätige. Ende. Und wir haben die Quest abgeschlossen, Verbündeter Bootcamp, also die Sache mit dem USS Aero Robotron. Und wir haben 10-mal aufbereitetes Wasser erhalten, 5mm Patronen, einen Bauplan für eine Impulsgranate und noch etwas, das ging jetzt wieder mal zu schnell. Und wir haben eine neue Quest erhalten, Verbündeter abgelaufen. Finde eine Probe des für das Tiefschlafprojekt hergestellten Serums. Okay, das können wir uns dann gleich mal auf der Karte anschauen, wo wir da jetzt hin müssten. Oh, oha, scheint ganz in der Nähe zu sein, wenn ich das richtig interpretiere.
Okay, das ist tatsächlich hier ganz in der Nähe drüben, bei den Sunnytop-Pisten. Also ich finde, dann sollten wir direkt damit weitermachen, bevor wir uns auch wieder mal, ja, der stählernen Bruderschaft zuwenden. Und ich würde gerne bei der Gelegenheit etwas anderes mal kurz schauen wollen. Wir gehen mal ganz kurz in den Pip-Boy und schauen uns mal die Hauptquest an. Also die Hauptquest von Commander Dagir, um genau zu sein. Also Verbündeter, die Frau, die vom Himmel fiel. Da ist ja ein Fortschrittsbalken dran. Okay, da sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen. Da sind wir jetzt so knapp, ne? Ich würde sagen, so bei 70%. Gut, haben wir das mal gesehen. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns auch, das liegt ja sehr, sehr günstig, zu den Sunnytop-Hütten auf. So, wir gehen mal wieder in die Ego-Perspektive hier. Ja, können wir eigentlich wieder rausgehen und uns unsere Power-Rüstung schwingen und uns dahin auf den Weg machen. Ja, würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz an den Kollektron-Behälter hier hinten. Nehmen wir noch den Schrott raus, so viel Zeit muss sein. Nehmen wir mal alles raus, was der so in der Zwischenzeit eingesammelt hat, ist nicht ganz so viel. Und noch mal ganz kurz den Schrott verwerten. Ja. Hier war auch, bevor ich angefangen habe, die Folge zu starten, ein bisschen was los, ein paar verbrannte. Naja, gut. So, jetzt würde ich hier gerne noch denn gleich was schauen. Nämlich, dass wir mal in unsere Kiste gucken. Würde gerne mal schauen, ob wir da etwas in der Kiste haben, was ich gerne mitnehmen würde. Gucken wir mal ganz kurz. Scheint jetzt aber gerade nicht der Fall zu sein. Gut, da hoffe ich, dann finden wir was unterwegs. Oder wir müssen noch mal schauen, dass wir etwas bauen. Ich werde es erst sagen, wenn ja, es auch da ist, ist es jetzt aber leider nicht. Wir haben hier leider nicht das Gesuchte. Daher würde ich sagen, ich glaube, wir brauchen mal ganz kurz eine Stelle, wo wir eine Campstation mal hinstellen. Obwohl, hier gibt es eine. Moment, wir brauchen keine bauen. Der Bauplatz hier, ich habe einen Becher entschieden, dafür hier zu bleiben. Ist ja ganz günstig, da wir hier drüben, ohne sie selber bauen zu müssen, eine Laborstation haben. So, da würde ich gerne mal ganz kurz ins Herstellen schauen. So, gucken wir mal, ob wir etwas herstellen können, was wir jetzt hier... Nee, ist auch leider nicht das herstellbar, was ich gerne hier hätte. Gut, lassen wir das demzufolge. Gut, dann würde ich gerne noch mal... Hier lief ja eine Händlerin gerade rum. So, gucken wir mal, ob die etwas dabei hat. Mal sehen, wo sind die jetzt hin? Die war die ganze Zeit hier im Hintergrund, da ist sie auch schon. Schimmel, ein paar hübsche Sachen hast du da. Na, mal sehen, ob sie ein paar hübsche Sachen hat. Mal schauen. So, wir gucken mal ganz kurz bei den Waffen rein. Nee, da hat sie leider nicht das Gesuchte von mir. Na nun gut, dann können wir da jetzt im Moment leider nicht weiter. Gut, sie hat noch ein paar Fusionskerne. Ich weiß es gar nicht, wie viel wir haben. Würde ich jetzt aber auch erst einmal lassen. Keine Ahnung, wohin mit den ganzen gut. Kronkorken? Also, dann werden wir einfach mal in die Power-Rüstung steigen und uns auf den Weg machen zu den Sunnytop-Hütten. Und dann mal schauen, dass wir den Waffenbehälter besorgen. Sollte ja eigentlich nicht lange dauern. Können wir ja. Es geht ja eigentlich immer recht schnell, die Quests für Commander Dagir. Dann können wir gleich nochmal mit ihr reden. So, na dann werden wir uns mal in Richtung Norden auf den Weg machen. Ich sehe auch gerade, wir sollten noch ein ganz klein bisschen was trinken. Machen wir das mal ganz kurz noch, bevor wir uns auf den Weg machen. Oder hier fortsetzen vielmehr. Gucken wir mal ganz kurz, was hier weg muss, was also ganz oben liegt. Gucken wir mal, was wir da so nettet haben. Karottenblumen müssen wir nur nicht unbedingt nehmen. Wenn wir mal hier einen Maulwurfsratten haben, dann sind wir da wieder voll. Und wir hatten ja eben einiges an aufbereitetem Wasser erhalten. Nee, wir haben noch einen Brombeerensaft, der muss auf jeden Fall weg. Dann trinken wir den, dann sind wir auch wirklich wieder voll. Sehr schön. So, dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Wir nehmen mal unsere Waffen raus, wir gucken mal, ob die nachgeladen sind. Ist auf jeden Fall besser. Und dann machen wir uns dahin mal auf den Weg. Ach, da fällt mir ein, wir haben ja unten noch die Sunnytop-Station. Da würde ich dann gerne auch nochmal ganz kurz beim Händler vorbeischauen wollen. Vielleicht gibt es ja das von mir Gesuchte dort. Wir werden es gleich rausfinden. Ist ja nur ein kurzer Marsch hier. Eigentlich ist die Lage hier von dem Camp ganz gut. Also mir gefällt das auf jeden Fall besser als unten das alte Camp, was wir hatten drüben bei der Sons of Dane-Anlage. Das ist hier ein bisschen günstiger gelegen, weil man hier noch ein paar Möglichkeiten mehr hat und es auch gar nicht so weit von Fort Atlas weg ist. Ja, Fort Atlas, da sollten wir auch noch hin zurückkehren. Aber ich glaube, wir haben jetzt viel für die stählerne Bruderschaft gemacht. Also dieser Einsatz in Vault 96 war ja recht ausgedehnt. Also ich glaube, die sollen mal sich auch wieder ein bisschen sammeln. Und dann sollen sie erstmal Dr. Blackburn vernünftig verhören, bevor wir damit weitermachen. Oh,
wollte gerade sagen, fielen bei dem Bus, die das sah gerade so aus, als würde der Bus schweben, aber nur der falsche Winkel. Okay, gut, gucken wir mal, was hier noch liegt. Ein lasiert Outfit, ne, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ja, können wir höchstens dem Händlerbot hier andrehen, na gut, nehmen wir halt mal mit, wenn wir schon dabei sind. Wenn wir jetzt schon zu ihm gehen, können wir das auch machen. Wir schauen noch mal ganz kurz hier in den Bus, ob sich hier irgendwas finden lässt, außer Skeletten. Sieht aber nicht so aus und wir sind wieder zu dick, wir kommen ja nie durch. Mit dem Powerrüsten so eine Sache. Da ist ein leerer Koffer. Gut, hat sich das ja nicht gelohnt, hier reinzuschauen. Dann werden wir, wie gesagt, nochmal ganz kurz hier zum Händlerbot gehen und mal schauen, ob der was im Angebot hat, was mir gefällt. So, gucken wir uns mal kurz um und reden mal mit ihm, beziehungsweise handeln wir mal mit ihm. Gefährlich. Allein zu so, er hat haufenweise Baupläne. Danach suche ich jetzt gerade nicht. Nein, er hat eine Knochenkeule und ein Scharfschützengewehr. Brauchen wir jetzt nicht. Gut, dann werden wir mal rübergehen zu den Sunnytop-Hütten und uns mal um die Quest kümmern. So viel der Vorrede sozusagen. So, da drüben sind sie auch schon. Das dürfte ein kurzes Vergnügen werden. Wir nehmen mal kurz das Jagdgewehr schon mal in den Anschlag. Ich nehme mal an, wir haben da drüben wieder ein paar, ja, Supermutanten. Eigentlich lungern die ja da immer rum. Mal sehen, ob wir vielleicht mal was anderes kriegen. Aber ich nehme mal an, nee, ich sehe schon. Da lief ein Supermutant. Supermutanten-Scharfschütze. Scharmützler. Wir sind der Scharfschütze. So, das hat erstmal gesessen, hat aber nicht so viel eingesteckt, ist noch zu weit weg offensichtlich. Und da oben läuft auch noch einer rum, der hat aber noch nichts mitgekriegt, ein Kriegsherr. Und wir kriegen auch noch einen Hund. Okay, kümmern wir uns um den. So, das war der erste. Und dann kriegen die gleich erstmal eine Granate rüber. Ich hoffe, das liegt ganz gut. Nee, der rennt ja gerade aus der Entfernung. Oh, das hat aber gesessen trotzdem. Das ist schön an der vergrößerten Reichweite. So, alle nehmen wir mal den Kriegsherrn da oben, mal sehen, ob wir dem da seinen ordentlichen weißen Kanister vom Kopf schießen können. Oder ordentlich seinen Kanister vom Kopf schießen können. Tänzelt da oben rum. Und da wird noch geschossen, das ist also definitiv noch jemand weiteres. Ja gut, die sind ja meistens hier nicht allein oder nur zu zweit. Bisschen schlecht da oben, dass der da oben rumsteht. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Da hat er wohl ordentlich einen Rückstoß gekriegt. Und da ist auch schon erledigt. Sehr schön. So, wir gucken uns erstmal ganz kurz den anderen hier vorne an. Und werden den mal kurz looten. Schauen wir mal. Ein paar 5-5-6er Patronen dabei. Das ist sehr nett. Gut, nehmen wir mal alle mit. Und dann gehen wir auch nochmal gucken, ob der andere was dabei hat, ob wir den gleich mitgelootet haben. Moment, hier liegt noch jemand. Hier ist noch ein toter Siedler. Okay, die hat sich wohl leider verlaufen gehabt. Und ist dann hier den Supermutanten in die Arme gelaufen. So, dann schauen wir mal, wo wir hier den gesuchten Waffenbehälter finden. Im Moment werden wir aber hier offensichtlich noch beschossen, beziehungsweise irgendwer schießt hier. Nun gut. So, wo ist denn der andere Supermutant gestorben? Der muss doch hier hinter dem Schild irgendwo liegen. Da ist er auch schon versteckt. Im Busch hat er sich. Fusionszellen, Haarklammer und ein Ladenblazer-Scharfschützengewehr. Und da drüben ist definitiv etwas zu hören. Kommt hier wahrscheinlich aus dem Gebäude. Wie immer. So. Dann gehen wir mal gucken. Wir nach Norden gehen. Weit weg und jagen. Doch. Okay, die unterhalten sich hier. Wo soll jetzt nicht hingehen? Da oben ist einer und hinter uns müsste auch noch einer sein. Wir haben wieder einen Supermutantenhund. Okay, der ließ sich hier gerade gar nicht treffen, obwohl er direkt vor uns stand. Der ist erledigt. Und dann machen wir den Rest hier mal mit dem Superhammer. Sollen die unsere Munition sinnlos dran verschießen. Ja, der Kopf. In dem Helmchen. Und da ist er schon erledigt. Und oben ist eigentlich jetzt auch einer stehen. Nicht nur einer, zwei gleich. So, zwei Kriegsherren hier. Und von hinten wird auch mal geschossen. Das heißt, wir haben mindestens drei hier in dem Raum. Oh, der ist erledigt. Der will sich zurückziehen. Das soll er sich mal ja nicht einfallen lassen. Erledigt. Und dann kümmern wir uns um den da drüben auch noch. Komm mal her, Freundchen. Ein Demolierer. Den werden wir erstmal demolieren. Und da ist auch schon ausgeschaltet. Und wir haben eine Score-Challenge abgeschlossen. Wir sollten eine höhere Stufe erreichen. Und wir sind Stufe 112. Sehr, sehr schön. Großartig, endlich mal. Oha, wir nehmen mal alles mit. Und kümmern uns um den Supermutantenhund, der uns angreift. Also den Mutantenhund. Den bisschen hier. So, erledigt. Und ja, haben wir auch wieder den nächsten Score-Rang erreicht. Das heißt, wir haben auch das nächste Stufe auf dem Spielbrett. Das heißt, wir können jetzt auch noch ein paar Kronkorken einfordern. Das ist ganz nett. So, und wir werden auch beschossen. Von draußen offensichtlich. Das ist ein bisschen ungünstig jetzt hier. Müssen wir wohl noch mal raus. Gut, kümmern wir uns erstmal um die Supermutanten, bevor wir uns hier umschauen. Hier ist eine Tür, dann nehmen wir die mal raus. Mal gucken, wo ist er? Nicht zu sehen hier. Hier ist ein Wohnbewohner. Oha.
Gucken wir mal ganz kurz, wessen Volt. Aha, Volt 94, was? Wenn ich das richtig deute. Okay. Ja, wieder eine große Klappe hier. Mal gucken, wo ist der denn, der die große Klappe hat? Hier unten ist er jedenfalls nicht. Woher hat der denn geschossen? Na, wir werden es gleich rausfinden, denke ich. Oha, von drinnen. Okay, dann müssen wir wohl erstmal reingehen. So, wo war jetzt hier der Zugang? Ich glaube, der ist unten. Oh, hier haben wir noch eine tote Raider. Das ist eine Raider-Leiche. Hier haben wir etwas Rathirschfleisch. Sehr nett. Da drüben ist auch noch eine Cam-Kiste mit einem Psycho. Ist eingesteckt. So. Oh, ich glaube, wir müssen aber von drinnen da ran. Ich glaube, das war da lang. Na gut, wir gehen mal hier lang. Gucken wir uns ja noch ein bisschen um. So oft sind wir hier nicht. Ach, hier ist auch eine Tür. Sehr schön. Ach, die ist zugekettet. Das ist natürlich ungünstig. Ach, hier gibt es ja noch eine Ebene. Ein bisschen verwinkelt hier. Zimmer 1 haben wir gefunden. Oh, da ist... Oh, wir haben eine toxische, legendäre Ameisenjäger. Oh, toxischen, legendären Ameisenjäger gefunden. Das ist natürlich großartig. Gut, kümmern wir uns um die. Und wir nehmen auf jeden Fall ein Stimpack. Das war gerade ein bisschen knapp. Oh, sind wir aber wieder voll. So, erleben wir erstmal die einfache und dann die legendäre. So, sehr schön. Großartig. So, erledigt erst einmal. Und wir haben eine des Aristokraten schwere Raider-Rüstung gefunden. Nehmen wir mal mit. Und wir haben noch ein bisschen Ameisenfleisch. Gut, dass wir unten vorbeigeschaut haben. So, gucken wir uns hier mal um. Oh, hier haben wir auf jeden Fall eine Bratpfanne. Wir haben einen Schlosserhammer. Sehr nett. Jetzt weg. Guck mal weiter. Eine gegrillte Radkakerlake. Eine Achterkugel, eine Blechkanne, eine Spielzeugrakete. Sehr, sehr schön. Oh, da haben wir noch eine Notiz, wie das aussieht. Nee, ist eine Serviette. Der ist hier wohl beim Essen eines Hotdogs. Oder eine. Ja, das ist ein Hotdog. Eindeutig. Hier verstorben. Okay, hier haben wir noch eine weitere Cam-Kiste mit einem Redaway. Und im Spiegel haben wir ein Stimpack und ein Redaway. Sehr nett. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier unten mal vorbeizuschauen. Das sollte man nicht auslassen. Okay, sehr schön. Wir sind vor allem so dicht am Camp dran. So, jetzt wollten wir aber eigentlich zu den Supermutanten und eigentlich suchen wir einen Waffenbehälter. Gut, aber wir müssen uns ja nicht hetzen. Also schauen wir uns hier ganz in Ruhe um. So, gucken wir mal hier in den Bus auch noch rein. Den waren wir noch nicht. Aha, da haben wir auf jeden Fall einen Sprengauslöser und eine Sprengstoffkiste mit einem Molotow-Cocktail. Sehr schön. Genau, das Gesuchte. Hervorragend. Sehr, sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal ganz kurz in den Pip-Boy und werden mal ganz kurz den Molotow-Cocktail ausrüsten. So, denn jetzt kann ich sagen, nicht, dass ich das immer wieder vergesse, ich habe es jetzt schon so lange vergessen, es gab einen kleinen Userwunsch in den Kommentaren, einfach mal einen Molotow-Cocktail auf die zu werfen. Auf irgendwen, ist egal wen. Und genau das werden wir jetzt einfach mal machen. So, wir suchen uns also mal die weiteren Supermutanten, die hier sind, und werden denen mal einen Molotow-Cocktail unter den Hintern werfen. Bin ja eigentlich kein Freund von den Dingern. Aber, okay, das ist hier nicht unbedingt die beste Stelle, aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Oh, wir sind gerade beschossen worden. Von hinten. Ah ja, da war eine Falle. Da ist eine Impro-Pistole als Falle aufgespannt. Okay, da haben wir wohl irgendwo einen Mechanismus ausgelöst. Der war nicht zu sehen, so wirklich. So, und hier haben wir einen Werkzeugkasten mit einem Kombi-Schraubenschlüssel und einem Schlosserhammer. Sehr schön. Ja, deswegen wollte ich auch an die Campstation, um zu schauen, ob wir da einen herstellen könnten. Was? Aber offensichtlich hatten wir keine Materialien dafür. Und wir haben einen Elite-Supermutanten-Kämpfer. Und der kriegt dann mal seinen Muss. Den Molotow-Cocktail ab. Und er brennt wunderschön. Oh, da geht noch die HP ordentlich runter. Aber die beschleunigen wir mal ein bisschen. Den HP-Verlust. Und da ist auch schon erledigt. Und wir haben noch einen Hund neben uns. Okay, dann nehmen wir aber lieber den Einspruch. Oh. Das ist auch schon erledigt. Einmal Mutantenhundefleisch und einmal gegrillter Supermutantenkämpfer. Der hat 38er Patronen dabei, Hundefutter in der Dose, etwas Kaugummi, eine schwere Metallrüstung für den linken Arm, ein kurzes automatisches Impro-Gewehr. Also immer schwer, wenn die Präfixe vorne dran stehen und nicht richtig sind. So, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Uns fehlt haufenweise Holz. So, hier haben wir noch ein Strohkissen liegen gehabt. Sehr schön. So, hier ist noch ein Werkzeugkoffer mit Kaliber 50 Bolt. Die darf da bleiben. Ein Schwarzpulvergewehr ist sehr schön zum Verwerten. Ein verstellbaren Schraubenschlüssel, etwas Schießpulver und ein Skalpell. So, suchen wir mal weiter. Denn eigentlich suchen wir ja einen Waffenbehälter. Das war ja das eigentliche Thema. Oh, hier haben wir noch schmutziges Wasser in der Erste-Hilfe-Box und ein Wakemaster-Wecker. Das ist sehr nett. Da ist immer sehr viel brauchbares Zeug drin.
Die lohnen sich sehr. Da haben wir noch eine Zweierkugel. Die haben wir, glaube ich, schon reingeguckt in den Werkzeugkasten. Und ja, wir schauen uns einfach mal weiter um. Tja, wo wir diesen gesuchten Waffenbehälter finden können. Tja, wer weiß, wo sie den versteckt haben. Wir müssen hier das ganze Areal ja absuchen. Das machen wir, würde ich sagen. Recht gründlich sogar. Hier haben wir noch einen Armeehelm. Nur den werden wir doch einfach mal mitnehmen. So. Ja. Gucken wir mal weiter, ob wir etwas Nettes finden noch. Hier ist auf jeden Fall noch einmal Spritzkuchen. Und hier ist eine Tür, die wir aufmachen können. Machen wir das mal. Kommen wir wieder raus und beziehungsweise rüber in den anderen Flügel. So. Und wir haben noch einen weiteren Supermutanten, so wie es aussieht. Natürlich. So, kümmern wir uns um den. Was haben wir da für einen 100er Supermutanten-Demolierer? Und da ist auch schon erledigt. Und wir haben 6 Fusionszellen, ein gebrochenes Schienbein und ein Laserladen-Scharfschützengewehr. Und wir haben immer noch nicht den Waffenbehälter gefunden. Aber nun gut, den werden wir schon finden. So, hier ist noch ein bisschen Schießpulver bei dem Raider zu finden gewesen. Und unten stand noch eine Munitionskiste. Da sollten wir auch kurz reinschauen. Was haben wir da? Gamma-Patronen, 5 Stück. Und dann nehmen wir auch noch eine Kanonenkugel, 6 Stück. Uiui. Und Holz haben wir gefunden. Sehr schön. Am Kamin findet man ein bisschen was. Das ist großartig. So, gucken wir mal weiter, ob hier hinter der Theke vielleicht noch irgendwas nettes ist. Ein Kampfmesser, das können wir mitnehmen. Oh, und da unten sind Holzblöcke. Hervorragend. Holz und Blei zusammen. Sehr, sehr schön. Und hier ist noch eine Truhe mit 44er Patronen, Stimpaks und Glasscherben. Hervorragend. So, hätten wir das. Flaschen, ja. Könnte man noch die leeren Flaschen mitnehmen, dann können wir tatsächlich, ich glaube, wir sind jetzt ja nicht, was genau für die Molotow-Cocktails notwendig gewesen wäre, um sie herzustellen, aber leere Flaschen definitiv. So, gucken wir mal weiter. Orangefarbener Kanister, eine Aluminiumdose ist eingesteckt. Oh, das sieht doch soweit ganz gut aus. Ich glaube, wir haben uns so ganz ordentlich umgesehen. Hier ist noch ein Schachbrett, der dort mal eingesteckt. Der Schädel darf da bleiben. Und was haben wir hier noch? Ein bisschen Zucker und noch ein weiteres Messer, ein Bowie-Messer in dem Fall. Nehmen wir auch mit. Und dann gucken wir uns mal weiter um. Da haben wir noch eine Netzrelais-Spule im Koffer. Ein Radix verdünnt. Ein aufstellbarer Rahmen. Und hier sind weitere Holzblöcke. Sehr, sehr schön. Sind eingesteckt. Oh. Und dann gucken wir mal hier. Oh, da sind weitere Holzblöcke. Großartig, sind wir genau hier an der richtigen Stelle. So, die sind alle eingesteckt. Guck mal hier auf dem Bett, da ist noch eine Zigarrenkiste. Wir haben einen Gartenzwerg in Blau und einen Kreuzschlüssel, wird alles eingesteckt. Und hier ist ein Hund zu hören. Ein legendärer, bissiger Mutantenhund. Na, das lohnt sich doch. Oh, schon den zweiten Legendary hier in der Folge. Na, ich bin ja überrascht. Oh, lange keine gehabt. So. Dann erledigen wir den mal. Mal gucken, was er denn für uns hat. Der hat immerhin 3 Sternchen. So, wir machen erstmal den Dosenfindspiel weg. Das stört ja nur, das klappert ja nur. So, wir haben Blechdosen gefunden. Und wir haben eine des Vielfraß schwere Lederrüstung gefunden. Nehmen wir mal mit. Und wir haben Mutantenhundefleisch gefunden. Ja. So, und wir nehmen mal die Dosenfindspiele mit. Und dann gucken wir mal weiter. Abgekochtes Wasser haben wir gefunden. Wir haben Gemüsestärke gefunden. Was haben wir noch? Ein Skelett. Oben ist nichts auf dem kleinen Kinderbett hier. So, wir haben immer noch nicht den Waffenbehälter gefunden. Ich bin ja überrascht, na, wer weiß, wo der wieder gelandet ist. Okay, gestaltet sich etwas ausgedehnter hier die Suche. Gucken wir mal hier drüben. Vielleicht irgendwo oben ist. Ja, könnte natürlich auch sein. Wir sollten vielleicht nochmal hier vorne die Knallbeeren einsammeln und mal hier vorne auf den Verteidigungsposten schauen. Wie kommt man da eigentlich hoch? Von da, natürlich. So, gehen wir mal hoch. Vielleicht haben sie hier oben noch eine Munitionskiste versteckt. Ja, mit 44er Patronen und ein Seesack mit Gamma-Patronen, 50er Patronen, sogar gleich 50 Stück und ein Kaliber 50 Maschinengewehr. Und dann haben wir hier noch ein paar Schrotpatronen, auch sehr nett. Dann haben wir hier noch ein Fernglas, das können wir ja nicht einstecken, ist ja kein Problem. So. Und wir haben immer noch nicht den Waffenbehälter gefunden. Scheint auch irgendwie in die Richtung zu liegen. Also ich vermute mal in dem Gebäudeteil. Mal sehen, ob wir den da noch finden können oder ob wir ihn irgendwie übersehen haben. Kann ja auch sein, dass der wieder oben auf dem Dach liegt irgendwo. Oh, oh ja, gut. Wir werden mal außen rumlaufen. Oh, rennen können wir jetzt zwar gerade nicht, weil wir bei Laden sind, aber das ist kein Problem. So dicht an unserem Heim quasi, dass wir uns da eigentlich keine Gedanken drum machen müssen. So, wir gucken mal hier hinten lang, ob wir hier irgendwas finden können. Hier draußen haben wir noch nicht geschaut in der Ecke. Gucken wir mal noch die Mülleimer, vielleicht ist da noch irgendwas Brauchbares drin. Nee, aber hier noch ein Gartenzwerg, einen zerbrochenen. Eine Bärenfalle am Boden. Dann haben wir hier hinten eine Kochstation und da ist ein bisschen Holz. Das ist natürlich sehr nett, das wird natürlich eingesteckt, gleich 8 Holzreste. Was haben wir hier noch?
ein bekanntes Rezept für Cranberry-Soße. Ja, die brauchen wir nicht, den lassen wir den mal liegen. Müssen wir uns ja nicht mit belasten, wir haben eh schon so viele Rezepte rumliegen im Inventar. Das ist ja nicht nötig, hier ist ein weiterer Vault-Bewohner. Mal gucken, ob der auch aus Vault 94 ist. Ja, tatsächlich, da kann man es gut sehen. Halbwegs gut. Ja, jetzt sieht man es gut. Ja, tatsächlich einer aus Vault 94. So, oh, hier haben wir eine leuchtende, verseuchte Radrake. Und zwar eine legendäre. Und wir finden das dritte Legendary des Henkers Baseballschläger. Okay, das schauen wir uns mal im Detail an. Okay, mit einem Sternchen 135 Schaden, eigentlich gar nicht so schlecht. 50% mehr Schaden, wenn die Gesundheit deines Ziels unter 40% liegt. Also zum Ende hin wird das besser. Also das ist eine recht gute Waffe, muss ich mal sagen. Jetzt nicht so gut wie der Einspruch. Aber der Baseballschläger ist auch nur langsam. Von daher würde ich sagen, also der Einspruch ist mit seinen 233 Schaden und der 90% in Gewichtsreduktion natürlich ein unheimlich schönes Stück. So, nehmen wir mal alles mit. Oh, großartig. Oh, können wir eigentlich die Legendaries gleich rüber zur Bahnstation bringen, wenn wir schon dabei sind. Und hier haben wir noch ein Skischwert. Großartig, auch noch eingesteckt. Guck mal eins kurz, ob hier im Pool was ist. Oh ja, das ist ja hübsch hier. Da ist wohl einer beim Biertrinken im Pool verstorben. Wenn wir uns jetzt so angucken. Nö. Oh, gibt schlimmere Arten zu sterben, glaube ich. So, guck mal hier noch ganz kurz rein. Ob sie hier noch irgendwas Nettes findet. Hier haben wir auf jeden Fall irgendwas an Ungeziefer, das ist schon zu hören. Da ist eine Radkakerlake direkt vor uns. Die hat ja nicht gemuckt. Nun gut. So, schauen wir mal. Dann haben wir hier noch ein Wartungsmemo. Den müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Wir nehmen mal die zwei Kronkorken hier mit die Schere und den Schraubenschlüssel. So viel Zeit muss sein. Und dann gucken wir mal weiter nach dem gesuchten Waffenbehälter. Der muss tatsächlich da drüben in dem Seitenflügel sein. Wenn wir uns den Questmark anschauen. Also werden wir da nochmal rübergehen. Irgendwie wohl übersehen hier eben. Nun gut, das kann passieren. Also, gucken wir mal rein, dass wir den jetzt langsam mal finden. So, hier unten muss eine Tür sein, genau, vorhin schon gesehen. Gucken wir uns hier mal um. So, erstmal haben wir noch eine Nuga-Cola, die nehmen wir mal mit. Und dann haben wir hier noch die Spinde. Vielleicht ist sie ja irgendwo in den Spinden versteckt. Wir werden es finden. Hier ist aufbereitet das Wasser, das nehmen wir mit. Und dann schauen wir mal weiter, wo wir jetzt hier die Suchte finden. So, das sind offensichtlich die Spinde, bevor die Leute auf die Pisten gegangen sind. Oha, hier haben wir auf jeden Fall erstmal ein Sammelheft, ein Grognack, der Barbar-Comic, Ausgabe 4. Sehr schön, sehr, sehr hübsch. Oh, das können wir auf jeden Fall auch Commander Daguerre bringen. Eine Raiderleiche, da hat wir aber nichts drin. Wir haben eine Waffenwerkbank gefunden. Ist sehr schön, wir können den ganzen Schrott verwerten. Schauen wir mal ganz kurz, was wir so an Waffen eingesammelt haben. So viel Zeit muss sein. Die sollten wir erstmal verwerten. Kampfmesser weg, Kreuzschüsse weg. Wir haben hier mehrere Scharfschützengewehre, mehrere Laserscharfschützengewehre, das Schwarzpulvergewehr, das Schießschwert hat eingesammelte, ein Sturmgewehr und noch ein automatisches Sturmgewehr. Eine doppelläufige Schrotflinte, ein Jagdgewehr, zwei Impro-Gewehre und noch ein Impro-Repartiergewehr, so wie das aussieht. Sehr schön, sind wir da los. Und dann haben wir hier noch, ja, Rüstungsteile, da möchte ich jetzt aber nicht ran, müssen wir alle noch lackieren, damit man die mal von unseren unterscheiden kann. Ich muss da dringend mal etwas, ja, an den Präfixen ändern, damit man die auch tatsächlich beim Verwerten unterscheiden kann. So, wir sind nicht mehr überladen und wir können uns weiter umschauen. Da haben wir noch einen Holzhaufen. Ja, schön. Nochmal ein bisschen Holz eingesteckt hier. Das wird doch so. Und wir haben noch einen Bauplan, den wir nicht kennen. Ein Bauplan für eine Kampfrüstung. Torso. Bleiverkleidet. Nur dann lernen wir den doch mal. Sehr schön. Und dann gucken wir mal weiter. Im Esotronic hier ist nichts, würde ich mal sagen. Da kommt immer nichts raus. Möchte nicht rauskommen. Tafelmesser. So, und da hinten haben wir noch eine Powerrüstungsstation. Ich bin ja überrascht, dass die hier so was haben. Oh, jetzt haben wir was Bekanntes eingesteckt. Oh, da haben wir noch ein Redaway, eine Terminal-Grafikkarte. Das ist ja recht lohnend hier gerade. Oh, hier haben wir noch eine Coca-Cola-Flasche. Oh, die hätten wir jetzt ja nicht mitnehmen müssen. Hier haben wir noch ein weiteres Dosenwindspiel. Das ist eingesteckt bzw. abgebaut. Was haben wir hier hinten noch liegen? Oh, eine T51B-Kühlung, ein Mod. Nur das ist ja nett. Okay, und da haben wir weiteres Impro-Gewehr. Wir haben eine Power-Rüstungsstation, wie ihr sagtet. Dann können wir gleich mal das Gewehr vernichten. Was wir gerade eingesammelt haben, das müssen wir ja nicht mit uns rumtragen. Ja. Beziehungsweise nutzen wir die Gelegenheit noch kurz aus. Und wir haben tatsächlich noch Mod freigeschaltet, ein Zielfernrohr. So, jetzt könnte aber sich langsam mal
Der Waffenbehälter finden lassen, aber wir haben nochmal 308er Patronen gefunden, ist auch nett. Wir könnten noch die ganzen Holzschießer hier mitnehmen. Na gut, da ist Holz drin, das sollten wir machen. Na gut, stecken wir uns mal die ganzen Skier hier ein. Das ist ja wirklich hier lohnend. So, und da unten haben wir noch einen weiteren Skier, einen Holzski. Und da hinten haben wir noch einen Redex, sehr schön. Ein Ski-Outfit, das braucht man nicht. Das Telefon wird aber eingesteckt, das muss ja nicht rumstehen. Und da ist tatsächlich auch noch eine Munitionskiste mit Kryozellen. Gut, und der verbrannte ist, versteinerte neben uns ist zerfallen. Und da haben wir noch Hundefutter in einer Dose, sehr nett. So, haben wir das. Wir gucken nochmal ganz kurz in die Registrierkasse. Einmal Vorkriegsgeld. Ein Schein sozusagen bloß drin. Ein Dollar oder so. So, gut, dann werden wir mal hochheben. Wir sind ja wohl im richtigen Gebiet, aber diese Kiste scheint nicht so einfach zu finden zu sein, wie man das hätte vermuten können. Nun gut. Tja, wo soll die sein? Ja, wir werden es hoffentlich rausfinden. Und hoffentlich auch noch in dieser Folge. So langsam wird das hier ein bisschen knapp. So, hier haben wir eine Flasche mit Frostschutzmittel. So, da hinten ist eine Holzkiste. Haben wir da das gesuchte? Eine Sprengstoffkiste. Na, dann machen wir die mal auf. Da haben wir eine Kryogranate drin, eine Splittermine und eine Plasmamine. Die dürfen ganz gerne da bleiben. So, der verbrannte, versteinerte ist auch zerfallen. Hier haben wir ein Marketing-Memo. Wir haben abgenutztes Klemmbrett. Das nehmen wir mit. Die Glocke aktivieren wir mal kurz. Vielleicht kommt ja einer und möchte noch mit uns spielen. Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, wir haben nämlich leider schon alle Supermutanten erledigt. So, gucken wir mal weiter. Das muss ich doch finden lassen. Tja, wer weiß. Hier ist noch aufbereitetes Wasser und Mais. Wir sind also sehr, sehr gründlich heute mal. Da ist ein weiteres Sammelheft, so wie es aussieht. Tatsache, Leben und Leben 7. Na, sehr hübsch. Okay, das hat sich ja gelohnt. Also drei Legendaries in dieser Folge und dann auch noch zwei Sammelhefte. Also, das ist ja hier recht gründlich gewesen oder beziehungsweise recht umfangreich. So, wir sind schon wieder raus aus dem Suchgebiet. Also liegt die Vermutung mehr als nahe, dass wir in diesem Gebäudeteil nochmal uns genauer umschauen müssen. Ich glaube, wir haben schon direkt daneben gestanden. Ich bin gespannt, wo sie sein wird. Ja. Ein Questmark ist ja leider nicht so wirklich zu sehen. Moment, da ist eins. Da ist es jetzt zu erkennen. Aha, hier ist noch eine Tür. Die ist zugekettet. Okay. Und wir haben... Okay, und wir haben einen Raketenwerfer gefunden. Und wir haben das richtige Zimmer offensichtlich gefunden, wenn das so schwer geschützt ist. Hier haben wir noch Schießpulver, Spielzeugrakete, Raketenwerfer, der wird mitgenommen. Nicht, dass hier nochmal irgendwen verletzt. Das muss ja nicht sein. Reicht ja, wenn wir das abgefangen haben. Immer noch eine Blechkanne eingesteckt. Auch ein Holzbierkrug, eine 44er mit Zielfernrohr, wenn ich das richtig sehe. Genau, eine Kurzläufe. Sehr schön. Und da ist noch ein Wecker. So, der ist wahrscheinlich gerade vom Schrank gefallen. Und da ist tatsächlich auch die gesuchte Truhe. Und wir haben noch eine leuchtende Radkakalake gefunden bei der Gelegenheit. So, beziehungsweise die hat unseren Einspruch gefunden. Sehr schön. So, und wir haben den Überseekoffer mit dem Waffenbehälter gefunden. Sehr schön. Und wir haben noch 50er Patronen und zwei Plasmagranaten, auch hervorragend. Und ein Stealth-Boy gefunden. Noch eine blaue Tischlampe, großartig. Dann können wir mal die Kette hier entfernen und mal das Zimmer verlassen. So, hätten wir das. War das unser Ausflug hier zu den Sunnytop-Hütten. Also, das hat sich ja doch wirklich gelohnt. So, jetzt würde ich auch sagen, wir nutzen kurz die Gelegenheit, dass hier unten die Werkbänke sind, beziehungsweise nehmen wir hier gleich die Power-Rüstungsstation, verwerten wir das Zeug nochmal. Denn wir sind im Moment wieder überladen. Also auf jeden Fall weg mit dem Raketenwerfer und dem Schießschwert. Das muss ja nicht sein. Die Kurzläufe 44er auch gleich mal verwertet. Und dann werden wir mal hier rausgehen. Ach, hier ist ja noch was. Aha, da haben wir noch einen toxischen Ameisenjäger auf der Toilette gefunden. Okay, na dann muss ja wohl noch erledigt werden. So, noch ein bisschen Ameisenfleisch. Wir machen mal die Toilette auf und gucken mal rein. Wir haben eine Bombe gefunden. Oh, sehr schön. Das konnte ja nur keiner entschärfen hier. Nun gut, egal. So, wartet das mit den Toiletten hier, so wie das aussieht. Aber noch nicht ganz, wir haben hier noch einen Pümpel liegen, noch einen Spiegel und noch einen Spiegel. Nee, jetzt sind wir aber wohl durch. So, okay, Toiletten muss ich ja schließlich auch heben. Stimmt, hat man keine gefunden. So, dann nehmen wir mal wieder raus. Wartet hier unser Einsatz quasi in den Sunnytop-Hütten und haben für Commander Dagir. Ja, den Waffenbehälter besorgt, beziehungsweise in dem Fall ja, das Serum. Oh, beziehungsweise dieses abgelaufene Serum, was das allerdings hier in den Sunnytop-Hütten zu suchen hat. Tja, das ist mir ein bisschen rätselhaft, aber nun gut. So, dann werden wir noch ganz kurz in unser Camp zurückgehen. Das ist ja nun ganz kleiner Fußmarsch, beziehungsweise, ja, ich glaube, das machen wir, das kleine Stück machen wir dann beim nächsten Mal. Soll für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Fallout 76 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.